So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einem neuen Video und zwar einem ganz anderen Video von meiner Seite aus. Nämlich, was sind so die Leaks, die derzeit im Umkreis sind? Hier sehen wir erstmal den neuen Totenkopf bzw. das Skelett in Gold, was ein legendärer Skin werden wird, mit aber anscheinend verschiedenen Stilen auf jeden Fall. Also nicht nur in Gold, sondern wird es wohl auch in anderen Stilen geben. Ihr seht schon oben rechts den Skin mit dem Hai. Den haben wir ja heute im Shop gehabt. Also es ist wohl eine sichere Quelle. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich direkt rein. Kurze Info nur, wenn du einen legendären Skin gewinnen willst, eventuell, guck einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich ein extra Video verlinkt, wo du eventuell einen gewinnen kannst. Also erstmal Video abchecken, aber kommt auch am Ende. Und wenn ihr komplett neu seid, gerne ein Abo dalassen. Like da lassen und eventuell sogar meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack. Also ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und auf jeden Fall alle neuen Abonnenten seid gegrüßt. So, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal an. Wie gesagt, das hier ist halt der neue Skin, der definitiv rein. Also ich sage jetzt einfach immer definitiv. Also es ist keine Garantie, dass die Skins reinkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ziemlich groß. Weil es wurden halt schon viele Skins geleakt, die halt dann doch nicht kamen. Und eine Bitte habe ich auch von euch. Bitte postet, also ich poste jetzt auch schon, schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr euch definitiv kaufen werdet. Also was ihr definitiv wollt. Aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. Da haben wir schon, das wurde auch schon geleakt, haben wir schon reinbekommen, den goldenen. Also ich bin froh, dass ich ihn habe, ganz ehrlich. Aber wir werden nachher im Livestream mal gucken, wie das Ganze wirklich dann im Spiel aussieht. Aber erstmal hier ein bisschen geleakte Skins angucken. So, hier kriegen wir eine neue Variante. Aha, nice. Die sieht definitiv nicht schlecht aus. Das wird aber auch die Herausforderung sein, die wir in 2 Wochen erst bekommen. Weil das halt der dritte ist. Warum die eigentlich jetzt schon 2 Aufgaben rausgehauen haben, verstehe ich auch nicht. Weil normalerweise hätte eigentlich, glaube ich, denke ich mal einfach, ich glaube wirklich, das ist ein Fehler von Epic Games. Die wollten, glaube ich, erst den Skin hier rausbringen, dann den goldenen 8-Ball und dann erst die Frau von eben. Aber so haben wir wenigstens schon mal 2 neue Stile. So, was haben wir noch Neues? Ja, das ist mal ein richtig kranker Skin. Ja, der ist ja mal crazy. Aber von der Farbzusammenherstellung überhaupt nicht meins irgendwie. Also ich feiere den nicht wirklich. So, den hier haben wir jetzt schon im Shop gehabt. Ist auch ein bisschen krank. Ist halt, der Skin ist wirklich Geschmackssache. Also Schleuderaffe hat da schon recht, also den werden sich nicht viele kaufen, aber bestimmt einige. Dann bekommen wir wieder einen neuen Ninja rein. Ihr seht schon, ja. Und denkt dran, das hier ist nicht von mir geleakt, sondern von jemand anderem. Aber wie ich lasse euch natürlich nicht im Regen stehen. So. Ja, ist nicht schlecht der Skin, aber so Frisuren mag ich überhaupt nicht. Da hätte er besser eine ganze Glatze haben sollen. Aber ist halt die Kultur, ist halt eine andere Kultur. So sieht's besser aus. Also definitiv. Aber mit dem Gelb fällt man natürlich richtig auf. So, was kriegen wir noch? Also ich muss sagen, bis jetzt hat mich nur der legendäre Skin umgehauen. Alles andere ist so, ja. Aber das sind halt auch erst die seltenen Skins. Ja, das ist halt auch so ein Skin. Naja, da sage ich ganz ehrlich, ja, muss man nicht unbedingt haben. Kann man benutzen, sieht halt stylisch, locker, entspannt aus, aber wäre jetzt kein Skin, den ich spielen würde, wirklich nicht. Auch die Schuhe und alles, nee, ich weiß auch nicht. Vor allem Pullover an, dann aber trotzdem kurze Hose, man kennt ihn. Beziehungsweise sie. Ja, auch mit Kapuze. Ah, ja, aber irgendwo ist es auch schon wieder cool, ne? Weil so einen hatten wir auch noch nicht. So auf jeden Fall nicht schlecht, der Skin. Ja, hier sind wir wieder die Motorradfahrer. Irgendwie kriegen wir so viele Motorradfahrer. Aber hier sieht man das Gesicht diesmal. Ist auch so. Man könnte eigentlich so fast sagen, von den Farben her könnte auch eine Gucci-Motorradfahrerin sein. Könnte eine Gucci-Motorradfahrerin sein. Weil Skypio ist mich nämlich immer schön in den Kommentaren am Verbessern, was ich so sage. Und ist schon lustig manchmal in den Kommentaren. So, hier nochmal in Blau. Da nichts mehr Gucci. Ausgeguccied. So, mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Bam, bam, bam. Ach, das passende Rückenaccessoire. Nur in einer anderen Farbe halt. Weil einmal ist es ja in Grün, Rot und einmal in Blau. So, dann kommen wir schon wieder zum nächsten Skin. Das ist halt.
Das ist der beste Freund von Flubber. Er ist halt wirklich verrückt, der Skin. Aber so ein Skin würde ich mir nie kaufen. Nie. Wenn ich ein Geschenk bekomme, ja, dann würde ich ihn zwar spielen, spaßeshalber, aber ich würde dafür kein Geld ausgeben. Geschweige denn V-Bucks. Und der Skin, der ist farbenfroh. Der ist wirklich farbenfroh, der Skin. Könntest du die beste Freundin sein von dem. War das der Battle? Ich glaube von Season 10. Die Frau mit den Sprühflaschen. Könnte die beste Freundin davon sein. Also schlecht auf jeden Fall nicht. So, das hier ist so irgendwie. Mit dem legendären Skin ist das hier so mein Favorite Skin. Aber so einen hatten wir auch schon mal als Battle Pass Skin. Gut, ich glaube, das war die Endstufe. Da war der doch weiß und lila schwarz. Aber ich weiß nicht mehr, welche Season das war. Aber den Skin habe ich leider nur auf dem anderen Account. Aber ich kann meine Accounts ja leider nicht zurück, also zusammenfügen. So, hier kommt wieder ein Chinesisch, also ein japanischer Skin. Ich denke mal echt, das liegt daran, weil in Japan, China, lasst mich lügen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, korrigiert mich bitte. Bei denen fängt das Jahr ja anders an als bei uns. Wir haben ja einen anderen Kalender als die. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt noch im Jahre 2019 leben, quasi. Ich meine, unser Datum gilt für die ganze Welt, aber laut der ihrem Kalender haben die halt eine andere Zeit. Jeder Skin ist auch nicht schlecht. Also, ich sag mal, ohne Quatsch, für 800 V-Bucks kannst du bei dem Skin definitiv nichts verkehrt machen. Also, der Skin ist echt nice für 800 V-Bucks, ne? Weil jetzt kommen die ganzen 800 V-Bucks-Skins. Da sind schon ein paar dabei, die lohnen sich. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, die zurzeit ist wirklich so, die günstigeren Skins sind in meinen Augen die besseren Skins. Also, ohne Quatsch, man bekommt für weniger gefühlt mehr. Ja, hier ist irgendwie. Der Skin erinnert mich so irgendwie an Will Smith. Oder von Blade. Der. Oh, wie heißt der jetzt? Wesley Snipes. Ist halt wirklich stylisch, der Skin. Das ist halt so ein ganz gechillter Skin. Aber auf jeden Fall. Der ist definitiv spielbar. Aber ich würde ihn dann wieder ohne Rückenaccessoires spielen. Weil die Rückenaccessoires, das ist echt schwierig bei mir. Ja, gut. Den Skin, ja. Ja. Das Gesicht gefällt mir nicht so bei dem Skin. So an sich, das Outfit ist nicht schlecht, aber der Skin, naja. Das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Die Variante gefällt mir auf jeden Fall besser. Hier noch die andere. Wie gesagt, da kommen halt anscheinend, da kommt, wird wahrscheinlich ein ganzes Paket kommen. Die ist spielbar. Das sieht nicht schlecht aus. Und ja, ich stehe auf Frauen, Entschuldigung. Sonst wäre ich auch nicht verheiratet. Keine Alibi-Ehefrau. Aber der Skin sieht nice aus. Der. Gott, der sieht komisch aus. So, was kommt jetzt als nächstes? Ach, jetzt geht's mit den Tarnungen los. Die Tarnung, da ist eine heftige dabei. Seid da auf jeden Fall mal gespannt. Die ist okay. Die kann man spielen. Die ist halt zu kirsch bisschen. Ja, die vorletzte Tarnung, die ist heftig. Die ist auch nice. Ich bin halt echt mal gespannt, was da so generell in der nächsten Season auf uns zukommt. Weil Chinesisch. Aber wir hatten ja eigentlich schon mal Chinesisch, quasi so mit dem Tempelkram da damals. Ja, die ist auch nicht schlecht, die Tarnung, aber. Pff, weiß nicht, irgendwie nichts Besonderes, oder? Oder wie findet ihr die? Jetzt mal ohne Quatsch, war schon irgendwas dabei, was ihr euch kaufen wolltet? Also bei mir wirklich nur zwei Skins. Einmal der chinesische da, also mit der Maske. Und halt oben links der Skin, also der goldene Skelett. Und jetzt kommt die Tarnung. Die Tarnung ist geil. Ich weiß nicht. Das ist halt wirklich so bei mir, dieses Call of Duty. Goldene Tarnung heißt, du hast alles freigeschaltet. Hier die Tarnung ist auch ganz okay. Aber so ähnliche Tarnung haben wir halt schon. Also die finde ich jetzt nicht so weltbewegend, sage ich jetzt einfach mal. Ohne so schlecht zu reden. So, dann kriegen wir hier die Spitzhacke noch. Das ist wieder so eine Spitzhacke, wo ich mich frage, hä? Ja, die ist okay, die gehört halt zu dem Skin. Ist okay, aber also Spitzhacken, da ist jetzt wirklich keine so. Ah, doch, die nächste war das. Aber das ist auch die einzigste. Hier, die ist nice. Also die ist wirklich geil. Ja. Die ist geil. Die mit dem goldenen Skelett oder dem,
Ja, sag schon, der mit der Maske. Das ist echt. Die ist auch okay. Vor allem, da ist ja dieses Kreuz auf dem zweiten von unten links gewesen. Vielleicht kriegen wir da auch wieder irgendwas. So, hier kommen die Emotes. Den feiere ich jetzt schon. Der ist geil, der Emote. So, der kommt ja noch morgen wahrscheinlich schon rein. Dazu wird aber gleich auch noch ein Video kommen, mit was der reinkommt. Also der wird definitiv morgen kommen. So viel ist eigentlich sicher. Zumindest hat Fortnite das selber so gesagt. Den hier, genau den Skin. Ich finde den irgendwie geil. Also der ist definitiv ein Skin, den würde ich auch länger spielen. Ich weiß nicht, der hat es mir irgendwie angetan. Dieses Schwarz-Rot.